In diesem Screencast möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Loop Struktur in eine Sammlung von losen Seiten bekommen. Ich zeige Ihnen das anhand eines leeren Loops. Alles, was ich hier bisher gemacht habe, neben der Hauptseite, habe ich vier weitere Seiten angelegt. Seite A, Seite B, Seite C und Seite D. Und um da jetzt Struktur reinzubekommen, klicke ich hier in der Seitennavigation auf Inhaltsverzeichnis. Wenn ich das erste Mal mache, dann existiert die Seite noch nicht, deswegen erstelle ich sie jetzt. Und als erstes trage ich jetzt den Namen der Startseite, der Hauptseite meiner Struktur in doppelten eckigen Klammern ein. Also wie bei einem Link. Jede weitere Seite, die ich dann zur Struktur hinzufügen möchte, trage ich einfach jeweils in eine neue Zeile ein. D. Und die Ebene, in der sich die Seite nachher in meiner Struktur befindet, gebe ich durch die Anzahl von Gleichheitszeichen, die ich jeweils vor und hinter dem Seitennamen angebe, an. Also mit einem Gleichheitszeichen wäre das eine Seite in der ersten Ebene. Das wäre jetzt erstens wäre Seite A. Jetzt möchte ich einen Punkt 1, Punkt 1 machen. Dann trage ich zwei Gleichheitszeichen vor und hinter dem Seitennamen ein. Das hier wird wieder erste Ebene. Das wäre dann Punkt 2 hinter in meiner Struktur. Und jetzt mache ich Punkt 2, Punkt 1. Der zwei Gleichheitszeichen. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt speichere ich die Seite ab. Und ich bekomme die Seite mit dem Inhaltsverzeichnis. Ich bekomme hier die aufklappbare Navigation in der Seitennavigation. Ich kann hier mit den Buttons vor und zurück navigieren. Und ich bekomme hier in der Breadcrumb-Navigation jeweils die Ebene angezeigt, in der ich mich gerade befinde. Alles, indem ich einmal zentral diese Struktur im Inhaltsverzeichnis definiert habe. Jetzt ersetze ich noch einmal schnell diese manuell gesetzten Links hier durch eine automatische Liste von Loop. Hier sehen Sie, die sind alle manuell einzeln verlinkt. Ich lösche das jetzt mal und mache ich eine Gliederung dazu. Und ich bekomme automatisch die Seite, auf der ich mich gerade befinde, und alle direkten Unterseiten. In diesem Fall Seite A erstens und Seite C zweitens. Wie alles in Loop ist natürlich auch dieses Strukturfeature umfangreich konfigurierbar. Alle weiteren Hinweise und viele wichtige Tipps und Tricks finden Sie auf loop.oncampus.de.